Wenn man eine neue Uhr kauft, ist man eigentlich immer frisch verliebt und hat gar nicht so den Blick für das, was einem nicht gefällt. Deswegen mache ich immer mein eine Woche am Arm Video. Trotzdem kann es sein, dass nach einer noch längeren Zeit noch andere Eindrücke entstehen. Und dafür ist diese Serie Langzeitfazit nach über einem Jahr. Hallo und willkommen bei Watchmaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast zu einem Langzeitfazit. Die Circular Aqua Sport 2. Was für eine endgute Uhr. Ich liebe diese Uhr. Absolut super. Ich habe sie zum Aufnahmezeitpunkt dieses Videos 13 Monate in meinem Besitz und ich finde es absolut genial, wie diese Uhr nachts leuchtet mit der unterschiedlichen Leuchtmasse. Ich finde sie tagsüber richtig gut ablesbar. Am Arm trägt sie sich super. Ich habe zwar auch ein Stahlband zu der Uhr, aber ich finde, dieses Kautschukband passt einfach unglaublich gut. Ich möchte es gar nicht mehr tauschen. Ich mag die leuchtende Krone, die mit Leuchtmasse ausgelegt ist. Ich mag den farbigen Ring an der Krone. Ich mag eigentlich so ziemlich alles an der Uhr. Insbesondere mag ich an der Uhr, dass sie mir jedes Mal ein Lächeln ins Gesicht zaubert, wenn ich sie anziehe. Also das ist wirklich ganz klar einer der Käufe, die mich aus 2021 am langfristigsten und nachhaltigsten erfreuen. Wirklich, hab da unglaublich Spaß an der Uhr und das ist definitiv ein Keeper, die bleibt, die geht nicht weg. Die ist insofern in meiner Wahrnehmung anders geworden, weil ich sie noch besser finde über die Zeit. Ich habe zwar keine Erinnerungen in der Uhr gespeichert, ist also kein Erinnerungsspeicher in dem Sinne, aber ich habe das Design, die Leuchtmasse, die Farbgestaltung zunehmend mehr zu schätzen gelernt und finde sie einfach richtig endgeil, möchte sie behalten und ja, wie gesagt, das ist tatsächlich eine der Uhren, bei der ich absolut super mega zufrieden bin und überhaupt nichts auszusetzen habe.